eine Frau heute bei uns ist. Kai, ich habe mal ganz kurz überlegt und versucht zu rechnen, wie lange sind Sie eigentlich schon im Showgeschäft? Wir sind ja so ungefähr ein Alter. Sie sehen 20 Jahre jünger aus, aber wir sind ähnlich alt. Seit wann machen Sie diesen Wahnsinn? Seit 1978, also 30 Jahre. Wahnsinn. Also 87 natürlich. Also 30 Jahre. 30 Jahre. 30 Jahre. Und wir machen mal gemeinsam eine kleine, aber feine musikalische Reise. Schauen Sie mal. Es gibt ein neues Album, das Sie zum Teil in Nashville aufgenommen haben. Nashville ist Country, ja, ist all das, wofür Country wirklich steht. Und ich bin tatsächlich ein großer Country-Fan, mag auch das Country-Album von Lionel Richie zum Beispiel, ganz großartig. Und wir haben uns vorhin kurz darüber unterhalten, was Ihnen das bedeutet, wenn man jetzt so, jetzt kommen wir so langsam an die 50 ran, ja, man traut sich das ja kaum auszusprechen. Ist das ein gutes Gefühl? Ist das anders als das, was Sie früher gemacht haben, weil man weiß, wer man selber ist? Yeah, it does feel different. Ja, es fühlt sich anders an, aber es lang fühlt sich gut an. Wirklich, manche Dinge ergeben jetzt Sinn und wie bei allem, wie bei Ihren Cartoons oder in der Politik, wenn man so ein bisschen Distanz dazu hat, dazu, was man im Moment macht, was man vielleicht anders gemacht hätte, was man hoffentlich in Zukunft machen wird. Ich finde das gerade eine sehr interessante Zeit für mich. Weil Sie heute auch etwas haben, was Sie, wenn man sich Ihr Leben mal so anschaut, dann fällt einem etwas auf. Da gibt es unglaublichen Erfolg. Da gibt es 100 Millionen verkaufter Tonträger. Da gibt es berühmte Serien, die teilweise heute, bis heute laufen. Da gibt es eine 30 Jahre andauernde Popstar-Karriere. Ja? Die Anti-Madonna und was man sie alles genannt hat. Sind Sie heute frei? Weil frei waren Sie bis jetzt in Ihrem Leben nie. Yeah, we spoke about that briefly. Richtig, da haben wir vorher darüber gesprochen kurz. Frei, ja. I think being in the public eye, you're never entirely free. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist man nie so ganz frei. Wenn ich nach Hause komme und die Tür zumache, dann kann ich gut ein paar Tage zu Hause bleiben und gar nicht rauskommen. Vielleicht können die Leute das ein bisschen mehr verstehen, wenn man sich anguckt, in welcher Kultur wir leben. Sicherheit überall, Kameras, YouTube, alles wird hochgeladen, Information ist sofort verfügbar, wird überall sofort verbreitet. Was ist denn heute noch privat? Speziell bei jemandem wie Ihnen. Sie sagen, die größte Zeit meines Lebens waren und sind immer noch Kameras auf mich gerichtet. Das stelle ich mir grauenvoll vor. Ich kann nicht sagen, dass es immer grauenhaft ist, denn natürlich passiert dabei auch etwas zwischen mir und den Kameras und das war schon seit jungen Jahren so. Ich denke, es ist einfach eine Frage der Balance in allen Bereichen des Lebens. Und ich glaube, das streben wir ja alle an, das richtige Gleichgewicht zu finden. Genau. Und da muss man sich eben durchwinden durchs Leben. Ich habe das vorhin kurz gesagt, auch nachgelesen. Ihre Mutter hat sie mit 11 Jahren zu sogenannten Auditions, ja, zu so Castings, würde man heute sagen, quasi mitgenommen. Wollten Sie das damals? Yeah. War das wirklich, das wollten Sie?
I don't think either of us wanted it. Ich glaube, keiner von uns wollte das unbedingt. Friend of my mother, and a war eine Freundin oder eher eine Bekannte meiner Mutter, die war da in der Casting-Abteilung und die suchten ein junges Mädchen und die hat dann gefragt, ob meine Mutter, meine Schwester und mich da mal hinbringen würde. Oh, wir sind hingegangen und ich habe die Rolle bekommen. Also ich habe nicht gesagt, Mama, Mama, ich will dahin, ich will zur Audition, ich will zum Casting. Ich habe ganz sicherlich keine Showbiz-Eltern, was fast ein bisschen ironisch ist, denn meine Schwester und ich sind ja jetzt beide im Showgeschäft. Das sollte vielleicht Schicksal sein. Wann haben Sie das erste Mal für sich gemerkt, hups, da passiert jetzt was, das ist dann wahrscheinlich jetzt mein Leben? Unter Beobachtung die ganze Zeit und plötzlich bin ich so eine... gibt es diesen einen Moment? Nein, nein, es gab nicht so einen Moment. Das war so ein gradueller Prozess. Ich dachte jetzt, die Frage wäre, was war der Moment, an dem ich das Gefühl hatte, das ist etwas, was ich liebe, was ich tun will. Und da würde ich sagen, das war mit 16. Das war bei einer TV-Sendung, eine Serie, da war ich 6 Monate dabei mit nachher von anderen Kindern. Und wenn ich mir die schönste Zeit meines Lebens vorstelle, das war damals. Aber da war ich noch nicht berühmt. Das ja, war einfach nur... eine Kinderserie. Und dann war es wahrscheinlich erst mit Neighbors, als die Serie erfolgreich wurde, dass ich sowas wie Ruhm erfuhr und der in mein Leben Einzug hielt. Und dann musste ich überlegen, wie ich damit umgehe. Und das hat sich auch über die Jahre natürlich wieder geändert und entwickelt. Damals, wenn ich jetzt zurückblicke, dann habe ich fast eine romantisierte Ansicht davon. Und ließ sich dann noch leicht verstehen, aber wenn ich mir jetzt mal mich selbst als 19-Jährige vorstelle, dann stimmt das vielleicht auch nicht so ganz. Wann hat Sie das zum ersten Mal gestört? Ich habe schon mit vielen großen Popstars auch hier sprechen dürfen können, die immer wieder sagten, der Verlust von Anonymität ist wirklich ein großer Verlust und das machen sich Menschen nicht klar, was das bedeutet. I'm afraid I'm gonna come up with nothing new. Ja, ich fürchte, da habe ich jetzt auch nichts Neues beizutragen. Genau so ist es. Wenn es irgendwann nicht mehr da ist, dann lernt man es zu schätzen sozusagen. Jetzt ist es aber so, ich stehe im Rampenlicht, es schützt natürlich auch. Ja, aber das ist so. Und ich meine, alles, was dann passiert, findet dann sozusagen im Lichte dieser Öffentlichkeit statt. Wir haben Sie gerade mit Jason Donovan gesehen, ja, der bei Neighbors auch, glaube ich, dabei war. Und der, Sie waren mal mit dem zusammen? Waren Sie verliebt in den? Ich muss das kurz klären, nur für mich wäre das wichtig, für meine eigene Aufarbeitung, meiner eigenen traumatischen Jugend diesbezüglich. Yes, we were. We ja, ehrlich, waren wir. Wir waren verliebt. Like, und... wir waren, hatten sozusagen gerade die Highschool hinter uns, waren im gleichen Alter. Also ja, wir waren wirklich Sweethearts, wir waren Verliebte. Und besonders, was damals in unserem Leben passierte, gerade die Schule fertig, dann dieses Teenie-Programm, diese Serie, diese Sendung, die unglaublich erfolgreich war. Wir haben beide hart gearbeitet, haben versucht, mit dem Ruhm zurechtzukommen. Wir sprachen einfach die gleiche Sprache und außerdem haben wir uns jeden Tag gesehen. Ja, wir waren verliebt. Haben Sie heute noch Kontakt zu ihm? Was macht Jason Donovan heute? Ja, ja. He still works really, really hard. Er arbeitet immer noch sehr, sehr hart. Musicals, er war gerade auf Tour, hat eine Tour gemacht. My Amazing Midlife Crisis, also meine tolle Midlife-Krise hieß die. Und dann ging es ja nach England. Sie haben dann, mal nachgelesen, Sie haben dieses Konzert von Olivia Newton-John offensichtlich gesehen und haben sich überlegt, das wäre eigentlich etwas, ich kam ja von der Schauspielerei, das war etwas, das möglicherweise noch interessanter wäre. War Ihnen klar, dass diese Popstar-Karriere tatsächlich funktionieren kann? Oh, I dreamt of a pop star career. Ich habe natürlich geträumt von einer Popstar-Karriere im Alter von ungefähr 8 oder 9. Olivia Newton-John habe ich in Grease gesehen, in dem Musical und dem Film dazu. Und sowas hatte ich einfach noch nie gesehen. Und da hatte ich so meine Tagträume, singen und habe dann für mich Dinge erfunden, dass der Nachbar nebenan Plattenproduzent wäre und ich von ihm einen tollen Vertrag kriege, wenn ich nur singe. Also das waren so meine Träume. Aber da lag ich falsch, denn der eine will Fußballer werden, der andere Politiker, was auch immer. Aber ja, das war so mein kleiner Traum. So, und es hat dann funktioniert. Sie sind nach London. The Locomotion war, glaube ich, der erste große Hit, der wirklich unter die Decke ging. Und dann kam ja schon I Should Be So Lucky. Ja. Ich habe damals oft gedacht, boah, wie kann man ernsthaft so eine Zeile singen? Das ist doch nicht dein Ernst.
ernst. Das ist ja so, wie schön ist es, auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Ja, das ist so ein bisschen so, ja, wir hatten das in Deutschland auch, aber I should be so lucky klang natürlich ein bisschen cooler. Ja. Aber ich habe die Genialität just, in diesem... Just a little bit. Ja, die Genialität in diesen Songs von dieser legendären drei Musikproduzenten, Stock, Aitken, Waterman, die habe ich erst lange Jahre später verstanden. Die hatten ja teilweise 5 oder 6 Lieder weltweit gleichzeitig in den Charts. Und sie waren eins davon, eines dieser Projekte. They were called the Hit Factory. Ja, die hießen ja auch die Hit Factory, die Hitfabrik. Now, you know, of course with some distance, und jetzt mit ein bisschen Abstand denkt man sich natürlich, ja, genau das haben die gemacht. Die haben die einfach produziert, rausgebracht, so ein bisschen nach Motown-Motto. Und jeglicher Erfolg bringt natürlich Kritik und die Leute sind schnell dabei, einen da abzuurteilen. Und die Produzenten und ich selber haben da natürlich drunter gelitten, aber sie sind da absolut nicht der Einzige, der sagt, gut, jetzt mal Hut ab, die haben einfach gute Songs geschrieben. Ja, genau, Rick Astley. Ja, genau, absolut. Das Geniale, dass das Ganze so einfach sieht und aussieht und wirkt. Immer wieder interpretieren ja Musiker einige dieser alten Stock Aitken Waterman Songs neu und dann sehe ich immer, wie die sich überlegen, Moment mal, ich dachte, das wird absolut einfach. Und dann sitzen und sagen, ah, Moment, die Akkorde sind doch nicht so ohne, die Übergänge sind nicht so ohne. Und bei denen sah es einfach so super einfach aus. Die waren schon talentiert. Ich habe mal ein Interview damals gelesen mit Pete Waterman, der sagte, sie hätten intern so eine Wette laufen. Sie wollten alle 10 Plätze der britischen Charts einfach mit Musik aus ihrem Haus besetzt haben. Das haben die dann, glaube ich, nicht ganz geschafft. Aber 5 oder 6 haben sie irgendwann in einer Woche mal hingekriegt, da waren einfach 5 oder 6. Probably got close. Ja, genau. Die waren nah dran, ganz bestimmt. Die waren ganz, ganz dicht dran. Wenn man sie so sieht, auch vorhin gerade auch ein paar Bilder gesehen, auf der Bühne, da kann man sich nicht vorstellen, dass jemand wie sie Angst vor dieser Situation hat, vor dieser Situation Respekt entwickelt. Sie sagten aber, ich hatte immer schlimme Angstzustände und habe mich jedes Mal echt zusammenreißen müssen, damit ich es auf der Bühne wieder schaffe. Warum? Sometimes I have. I mean, touch manchmal, wood. Naja, I've never also had Klopf auf Holz. Ich hatte niemals so Lampenfieber, was mich wirklich davon abgehalten hätte, überhaupt zu funktionieren. Ich musste nicht hinter die Bühne gehen, mich übergeben oder sowas. Aber ja, ich nehme das halt so ernst, dass der Druck einfach da ist. Es kann kein anderer rausgehen und das einem abnehmen. Und der Job besteht eben darin, dass es einfach aussieht und den Leuten da etwas zu bieten und sie mitzunehmen. Aber es ist so ein bisschen wie der Eisberg unter Wasser, nur ein bisschen oben drüber und ganz viel passiert da unter der Oberfläche, was man verarbeiten muss. Also ja, manchmal muss ich da meine Angst schon in den Griff kriegen. Wie mit welchen Tricks überreden Sie sich da selbst? Wie kommen Sie da wieder raus aus so einer Spirale? I go very quiet. Ich werde dann ganz, ganz ruhig. Ich denke dann drüber nach und wie bei vielen Dingen im Leben allgemein, wenn man einmal drüber nachdenkt, dass man etwas tun will, das ist so viel schwieriger, als es eigentlich zu tun. Das ist mir nach ich weiß nicht wie vielen Jahren endlich klar geworden. Ich mache mir Sorgen um die Show, die 2-stündige Show. Werde ich fit sein? Werde ich gesund bleiben? Wird es den Leuten gefallen? Wird alles richtig laufen? Wird der Lift funktionieren? Ich meine, da gibt es unglaubliche Dinge und unglaublich viel, was man sich da fragen kann. Und irgendwann wurde mir klar, diese 2, 2,5 Stunden, die ich da draußen auf der Bühne bin, da habe ich dann wahrscheinlich 21 oder wie viel sind es? Ich kann nicht so gut rechnen, aber den Rest des Tages mir darüber Gedanken gemacht und mir Sorgen gemacht. Und die 2,5 Stunden sind dann der leichteste Teil des Tages, denn wir haben da so einen netten Spruch auf Englisch. Manchmal passiert einfach Mist. Und wenn was schief geht, dann geht man da in dem Moment mit um und kriegt es in den Griff. Aber versuch das mal, wenn du dich da vorher in Sorge redest und denkst, mache ich das so, mache ich das so. Ja. In dem Moment macht man es einfach. Und so läuft es dann. Es gibt ja einen großen deutschen Fußballphilosophen, Andreas Brehme, der dazu mal gesagt hat, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Das ist eigentlich sozusagen die... Das ist das, was Andreas Brehme dazu sagt. That's a new saying for me. Das ist mal eine neue Version. Ja, unbedingt. Wir haben noch viele, viele andere. Wäre, wäre, Fahrradkette und andere Sachen. Kali, Sie sind... Abgesehen davon, dass man sie immer dann gerade in den letzten Jahren für ihre letzten Alben wirklich weltweit gefeiert hat, gibt ein Ereignis, 17. Mai 2005.
da sind sie plötzlich weltweit medial nochmal wirklich besprochen worden, weil sie etwas öffentlich gemacht haben, was man sich bei, gerade bei so Superstar-Menschen, bei Überfliegern nicht vorstellen kann, dass die auch schwach sind, dass die plötzlich krank werden. Und in ihrem Fall lautete die Diagnose Brustkrebs. Was war das für ein Moment, für eine Situation? Waren Sie da allein? Oh, I wasn't alone, and I really, ich war nicht allein. Even just talking about it, I have to slightly nur jetzt drüber zu reden, da muss ich mich jetzt sozusagen selber ein bisschen zurücknehmen, denn das war einfach ein überwältigender Moment. Ich war aber mit meiner Familie zusammen. Und wir haben einfach versucht, überhaupt uns klarzumachen, dass das jetzt real ist. Das war schon an sich schwierig. Und wirklich von diesem Moment an ging sozusagen die Spirale los. Das Raumzeitkontinuum hatte auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Und ja, das Leben hat sich geändert, absolut. Ich meine, Sie haben das dann wirklich angenommen. Sie haben sogar Werbung dafür gemacht, ja, für Frauen weltweit zur Mammographie zu gehen. Das kann man richtig sehen. In australischen medizinischen Daten kann man sehen, den Zeitpunkt der Veröffentlichung Ihres Brustkrebses, plötzlich die Mammographiezahlen ganz signifikant nach oben gehen. Warum haben Sie das gemacht? Weil Sie gar keine andere Wahl hatten? Weil jemand wie Sie so etwas nicht heimlich machen kann? I think both reasons. Beides wahrscheinlich. Aus beiden Gründen wahrscheinlich auch noch weitere Gründe. Ich sollte ja auftreten ein paar Tage später. Und ich bin ein schrecklicher Lügner, eine schreckliche Lügnerin. Schauspielerin ganz okay, aber ich bin nicht gut genug, dass ich es hätte überspielen können, dass da gerade etwas Schreckliches passiert. Also ja, es war für mich eine ganz einfache Entscheidung zu sagen, das passiert ja gerade. Das war eine Möglichkeit, dass ich selbst es glauben konnte und wir alle waren sozusagen noch in einer Situation, wo wir es gar nicht richtig glauben konnten. Und ja, das war ein wichtiger Moment. Und natürlich, der Effekt, den das hatte, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich stolz drauf war, das ist nicht das richtige Wort, aber ich habe vielleicht was Positives bewirkt, das ist schön. Haben Sie, ja, unbedingt. Ich habe das vorhin zitiert, Sie haben gesagt, das war ein Anschlag wirklich auf meine Weiblichkeit. Wenn man gerade jemand wie Sie, der sehr auch von diesem Image lebte, ja, die perfekte Frau, dieses Pin-Up-Girl, das Sie so beschrieben haben, das natürlich auch von diesem wunderbaren Körper lebt. Wie geht man damit um? I dealt with that by, umgegangen bin ich damit, as I do with most obstacles in my life, I think. Fast allen Hindernissen in meinem Leben umgegangen bin. Ich habe gesagt, gut, ich renne drauf zu und versuche mal drüber zu springen. Ich habe eine Bademodenkampagne gestartet. Das ist ja unter Normalumständen schon etwas eher Erschreckendes. Aber das nur als Teil davon. Im Grunde ging es darum, schnell wieder auf die Bühne zu kommen, das wieder zu machen, was ich vorher gemacht hatte. Läuft natürlich immer ein bisschen anders, aber der Körper, der macht da so viel durch. Und ich musste lernen, mich selbst zu akzeptieren als die neue Version von mir. Wie geht es Ihnen heute? Also gibt es noch die Momente, in denen Sie zum Arzt gehen, zur Nachsorge und Angst haben vor diesem Blick, vor diesem einen Satz, der etwas auslösen könnte? Only if I stop and really think about it. Nur wenn ich wirklich drüber nachdenke und natürlich, wenn so ein Termin ansteht. Wenn man dann die gute Nachricht hört, ist das natürlich eine Erleichterung. Sie haben dazu gesagt, ich habe Narben, ich habe Schmerzen und dieser Krebs hat mein Leben wirklich verändert. Inwieweit? Oh, do you know, I always find this a difficult question. Das ist no, immer eine schwierige Frage, wissen Sie? I mean, I was thinking when you guys were talking before about, ich hatte eben überlegt, als es hier darum ging, die Macht der Worte und auch die Macht von Zeichnungen und Faxe. Ich meine, Sie haben Ihre Cartoons gefaxt. Aber das zu reduzieren auf ein paar Sätze oder so, ich kann es einfach nicht tun. Es hat mich betroffen, meine Familie war davon betroffen, mein ganzes Verständnis davon, was es bedeutet, zu kämpfen. Mitgefühl, absolut Fremde kamen auf mich zu, das ist so hochkomplex und gleichzeitig schön und schrecklich.
Es ist eine unglaubliche Mixtur. Ich kann die Frage so gar nicht beantworten. Ja, aber die ist gut beantwortet, genau auf diese Art und Weise. So, und zum Schluss, tolles neues Album, Golden. Sie sind dafür unter anderem nach Nashville gegangen. Ist das, ich hab das Video gesehen zu Dancing. Das ist ein sehr guter Titel. Ist, glaube ich, der erste gleich auf dem ganzen Ding. Yeah. Und ich habe mich gefragt, wie schwer ist es eigentlich, sich in diesem Western-Style zu bewegen, zu tanzen? Oh, to do line dancing. Line dancing, ja. Yeah. I pick things up really quickly. Ich lerne sowas recht schnell. Ich glaube, das kommt daher, dass ich halt, seit ich jung war, schon so gearbeitet habe. Was lernen, Aufsagen wieder vergessen. Also Choreografie, das lerne ich auch schnell. Aber line dancing, das ist ein bisschen was anderes. Ich weiß gar nicht warum, ich konnte einfach keine Erklärung finden. Ich habe dann die Tänzer gefragt, die haben stärker, ich habe mehr geschwitzt als sonst. Und ich habe gesagt, wie ist das denn für euch? Und es ist einfach das Gegenteil von der Art von Tanz, die wir normal machen. Das ist immer so viele Bewegungen und man verbiegt sich und so. Aber Line Dancing, da stellt man sich hin, Hände in die Hüften, der Oberkörper bleibt ganz gerade, was wirklich schwer ist. Und wenn man oben gerade bleibt und unten mit den Beinen die ganze Arbeit macht. Also hat mich schon einiges gekostet. Okay. Aber wenn man einmal die Routine drauf hat, dann macht echt Spaß. Wir schauen mal kurz rein. Das klingt sehr nach meinem Tanz, ja. Also wenn sich einfach weite Teile des Körpers nicht bewegen sollen. Ja, das ist für mich perfekt. Wir schauen mal ganz kurz rein. Sehr gut. Aus dem neuen Album Golden. Ja. Wenn man so in diese Ecke kommt, ja, ich bin im März 49 geworden und was man dann verdächtig häufig hört, ist nicht herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, sondern Achtung, bald wirst du 50. Das ist das, was du die ganze Zeit hörst. Ja. Well, I keep saying I'm 49 and 11/12. Ich sage immer, ich bin 49 und 11/12. So, genau. Am 28. Mai, darf ich ausnahmsweise verraten, wird diese wunderbar aussehende Frau tatsächlich 50 Jahre alt. Hat sie... Nervt Sie diese Zahl oder ist das etwas, von dem Sie sagen, nee, das ist okay, ich habe gerade die beste Zeit meines Lebens? Thankfully, I'm so happy right Glücklicherweise now. Bin ich gerade absolut zufrieden und glücklich. Ich meine, gut, was soll man auch machen, aber ich gehe das positiv an. Ich habe diese wunderbare Frau hier neben mir, die eine absolute Inspiration ist. Und ja, ich möchte das Leben voll und ganz genießen und ausschöpfen und so sehr genießen, wie es nur geht. Und gleichzeitig realistisch sein. Und Teil dessen realistisch zu sein, ist natürlich auch, dass man sich geschafft hat, zu träumen. Ganz kurz, muss das noch für alle Leute, die hier sitzen, fragen, wann kommen Sie auf Deutschland-Tour? Wann werden wir Sie hier in Deutschland sehen? Oh, I don't know. Oh, ich weiß nicht. Hoffentlich bald. Okay. Ich werde wieder auf Tour gehen. Okay, entscheidend ist einfach, dass Sie mich zuallererst anrufen. Der ganze Rest ist eigentlich gar nicht so wichtig. Kylie Minogue war heute unser Gast. Herzlichen Dank. Und wir haben es eben schon gehört. Tolle Frau da, die da neben Ihnen sitzt.